bisschen Brand setzen. Weil das hier wegen einer ollen Hexe. Ich hoffe, dass ihre Information Strapazen wert ist. Eule. Was ist jetzt schon wieder, alter Kauz? Es ist dieser Wald. Ich kann es schwer beschreiben, aber er ist sonderbar. Ich spüre die Anwesenheit von Hexenmagie. Sie kann nicht mehr weit sein. Pass auf, wo du hintrittst, Jake. Ich habe das Gefühl, dass es in diesem Wald gefährlich ist, wenn man sich nicht auskennt. Ein falscher Schritt könnte dein Ende bedeuten, wenn du nicht Acht gibst. Das alles weißt du, hast dann aber keine Ahnung, wie ich sicher hier durchkomme. Das nennt sich Nebenquest. Reite jetzt nicht drauf herum, sondern geh weiter. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, doch dieses Mal bist du auf dich alleine gestellt. Ah, ja. Das mit dem Stern war mir klar. Was passiert, wenn Krähen deine Spur aus Brotkrumen auffressen? Die Krähen werden selbst zu Brotkrumen. Interessant. Jetzt haben wir ein Labyrinth. Das dürfen wir uns nicht verlaufen. Hat irgendjemand eine Karte? Tja. Ich verirre mich immer. Und überall. Was nun? Na toll. Geh mal hier entlang. Ah, das ist also der falsche Weg. Wir können es dann auch nicht mehr bewegen. Wir sind ja automatisch getötet. Gut. Wrong way. Das ist definitiv der falsche Weg. Da geht's zurück. So, hier waren wir doch schon richtig. Hier müssen wir lang. So finden wir raus, wo wir richtig sind. Ist denn der Baum auf den Kopf fällt? Ja. Ist das Zeichen für den falschen Weg. Hier mal rüber. Geradeaus. Und jetzt hier lang. Hat irgendwer eine Karte? Dort müssen wir lang. Das sind dort die meisten Baumstämme. Nein. Falscher Weg. Sieht richtig aus, ist aber falsch. Geh geradeaus. Dann war es hier entlang. Und dann rechts. Nein, verdammt. Weiter geradeaus. Oder links. Je nachdem. So, hier lang. Geh geradeaus. Geht's weiter. Und jetzt hier lang oder dort lang. Wo stehen denn Bäume im Weg? Hier. Okay, also links. Müssen wir uns den Weg merken. Irgendwann kriegen wir das hin. Wenn wir oft genug gestorben sind, haben wir den Weg auswendig. Wie lang jetzt war es? Hier lang, oder?
Und jetzt links. Sehr gut. Jetzt hier lang. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts. Sehr gut. Links, rechts oder geradeaus? Um den Baumsturm würde ich sagen. Soll ich nach dem Weg fragen? Also wenn du eine alte Hexe siehst, kannst du gerne nach dem Weg fragen. Hier entlang. Links oder rechts? Geradeaus. Ich würde sagen links. Ist links, rechts oder rechts? Links. Okay, das ist kniffliger als ich dachte. Links durch die Baumhöhle durch oder geradeaus? Geradeaus. Links, rechts, geradeaus. Geradeaus. Angst. Links oder rechts? Rechts. Ah. Da steht den Kollegen hier. Hallöchen. Wir haben es fast geschafft, Jack. Sie kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen. Na toll. Links oder rechts? Links. Rechts natürlich. Ach du Scheiße. Wo haben wir denn jetzt hier geparkt? Das weiß doch den Weg gar nicht mehr auswendig. Soll ich nach dem Weg fragen? Links? Nein, geradeaus. Oh, Kacke, wir waren auch schon bei dem. Schon fast da. Waren bei dem Händler. Geradeaus. Es ist hier ein Rätsel raten. Rechts. Nein. Links wäre es gewesen. Gibt auch nicht wirklich Anhaltspunkte. Gibt jetzt nichts, was mir sagen würde. Da musste lang. Kann alles falsch sein. Wo sind wir lang? Hier lang. Hat hier irgendjemand eine Karte? Rechts oder links? Rechts oder links? Links? Nein! Ein pures Rätsel erraten hier. Hier war es geradeaus. Hier war es links. Geradeaus links. Rechts. Rechts. Hier war es rechts. Ich nenne das grüne Licht. Das ist geradeaus wie ein Baumstumpf. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts. Nein. Links wäre es gewesen. Wie findet man das hier raus? Gibt es hier irgendwie... Gibt es bestimmt irgendwelche Hinweise, die es uns sagen? Was war's hier lang? Rechts, links, rechts. Ja. Komm hier. Jetzt hier lang. Ich merke mir das doch niemals. Hier war doch richtig. Oder jetzt rechts oder links?
Vielen Dank. Ach, verdammt mich. Oh Mann, ich merke mir das nur niemals. Ich glaube, rechts wäre es da gewesen. Das muss man auswendig lernen. Jetzt hier entlang. Jetzt auf jeden Fall hier entlang. Oder waren wir hier schon falsch? Und dann rechts. Nein, geradeaus. 140. 1,40 Cent. 1,40 Euro. Wenn jeder mal einen Cent dafür, wenn er jedes Mal einen Cent dafür bekommen würde. Hier was rechts. So. Und dann war es hier geradeaus. Rechts oder links? Links war es, glaube ich, ja hier. Links. Sind wir hier wieder am Anfang oder was? Haben wir uns zurückverirrt? Sind wir einmal im Kreis gelaufen? Na, schöne Wurst. Hier saß die Öle oder was? Oh Mann, geradeaus. Hat jemand eine Komplettlösung parat? Links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts, links. Geradeaus. Ach komm. War doch schon beim Händler. Ich hatte es doch hier schon fast. Sieg war zum Greifen nah. Sie haben wir geradeaus gemacht. Geradeaus. Links. Smack Minimas. Rechts. Dann können wir wieder zum Ausgang gehen oder was? Eine Karte wäre jetzt hier nicht schlecht. Hier vielleicht lang? Nein. 142. Ich verzweifle hier dran. Irgendwelche Hinweise hier. Wo es lang gehen könnte. Geradeaus nicht. Oder? Ach. Lästig. Hier geradeaus. Links. Rechts. Sind wir wieder hier bei der Lichtung. Hier laufen wir doch wieder im Kreis. Was war das hier? Geradeaus? Ist gut, rechts war sowieso davon und links kommen wir wieder raus. Sackgasse. Links kommen wir wieder. Ich glaube es doch nicht. Muss doch hier mehrere Möglichkeiten geben, oder? Da gibt es genau einen Weg.
Vielleicht gehen wir in die falsche Richtung, wenn wir jetzt hier lang gehen. Rechts. Wir haben uns schon so sehr verirrt, dass wir in die falsche Richtung gegangen sind. Und links. Links oder rechts? Rechts. Natürlich links. Kopfkratz. Ich gehe jetzt einfach mal hier diesen Weg. Kann sein, dass wir da zurücklaufen, aber wir kommen sowieso. Links. Links. Und das ist kniffliger als ich dachte. Okay, ich gehe geradeaus. Da stehen Kisten. Falsch. Das ist, glaube ich, schon mal die richtige Richtung. Das ist aber nicht grundverkehrt. So, rechts. Links. Links. Geradeaus. Und weiter geradeaus. Vielen Dank. Ich dachte es mir schon. Ja, du könntest mal nach dem Weg fahren, das ist verkehrt. Links. Links. Geradeaus. Geradeaus. Entlang. Ja, da sind wir wieder bei den Kollegen. Sind das letzte Mal links lang gegangen. Jetzt rechts hier. Rechts halten. Der Typ jagt mir Angst ein. Hier können wir noch richtig sein. Wir haben angegriffen. Ist doch wieder ein Skelett am Rest. Kein Schnabel. Wie ich sehe, bist du stets bemüht, aber dein Arbeitsverhalten ist zu wünschen übrig. Ja, ja, rede du nur. Warum wir uns unbedingt ein redendes Schwert mitnehmen mussten. Von dort aus kamen wir. Sollten wir jetzt hier sterben? Es gibt so viele Wege. Hier sind Pilze. Sieht doch richtig aus. Jetzt müssen wir dann Weg wählen. Ich hasse diesen Wald. Yippie-yay. Oh, Kacke. Geradeaus. Nein! Wo wachen wir jetzt wieder auf? Bitte nicht wieder an der Stelle. Doch an dieser Stelle. Oh, Kacke. So viel merke ich mir doch nie. Hier rüber. Da links. Das kann sich doch hier noch hinziehen. Links. Doch langsam nicht mehr lustig.
geradeaus. So, wie war das jetzt? Rechts. Dann mal den Kollegen. Jetzt rechts. Dann wurde wieder angegriffen. Da kommt wahrscheinlich warum. Oh Mann. Trinkpause. Okay. Das Spiel wird uns ärgern. Da lang. Langsam habe ich es dann auch. So, hier war es geradeaus. Und links. Nee, scheiße. Ach du Schreck. Erstmal den Weg zu dem Kollegen merken. Warte, hier war es doch. Also geradeaus. Ich habe mir den Weg ab dort nicht mehr gemerkt. Oh wei. Mein Gehirn ist viel zu klein dafür. Viel zu blöd ist mein Gehirn dafür. Hier, das habe ich mir gemerkt. Da müssen wir durch das Loch. Hier geradeaus. Was ausschaut. Da ist noch niemals durch. Da müssen wir noch rüber, oder? Da ist der Experte wieder. Rechts. Wir sind fast da, dachte. Dann wird die Schlacht gegen die Geister. Oh Mann. Den Krähenschneid haben wir schon. Was haben wir jetzt ausprobiert? Jetzt haben wir versucht, hier lang zu gehen. Irgendwo waren wir ja schon richtig. Es war ja nur noch die Entscheidung von den Pilzen. Ich glaube, hier sind wir lang. Die Pilze hier. Welchen haben wir dann genommen? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht nochmal machen müssen. Das sieht gut aus. Links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Ach, verdammt, 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 verdammt. Rechts sieht gut aus, rechts sieht gut aus. Vielleicht sollte man links nehmen. Links sieht verdammt gut aus, links. Ist doch die Hexe. Gespeichert. Oh, oh, Jack. Jack, der große Jack ist zurück. Ich bin ja so ein großer Fan. Oh, schaut mich an. Ich hab's mit einem echten Star zu tun. Geht doch. Endlich zahlt sich mein hart erarbeiteter Ruhm aus. Mir wurde gesagt, du könntest womöglich ein paar Informationen über jemanden haben, den ich suche.
Du meinst den Zauberer, den Retter der Menschheit? Gewiss doch. Das Gerücht hat sich schon bis zu mir herumgeschrieben. Das hätte ich mir denken können. Also, was weißt du? Vielleicht möchtest du ja seinen Namen erfahren. Oh ja, Jack, für eine Legende wie dich mache ich doch alles. Jetzt hör mir gut zu. Der Name des Zaubers lautet Plopp. Plopp? 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 Was ist Plopp denn bitte für ein Name? Nein, du betonst ihn nicht richtig. Betont es eher so. Plopp. Was? Und hat uns den Kopf weggenommen. Plopp. Ach, was zur Hölle machst du da? Eigentlich möchte ich dich nicht austricksen, Jack, aber ich bediene mich nur deiner Mittel. Du stehst mich mit meinen eigenen Waffen, Touché, du Rapier. Aber denk daran, dass ich auch meinen Teil dazu beigetragen habe, Jack. Aber lass mir das reden, mein Süßer. Du klingst gerade echt verzweifelt. Setz mich sofort wieder ab. Ich fürchte, das geht nicht, Jack. Ich brauche hier etwas Magisches zusammen. Du bist die letzte Zutat, die mir noch gefehlt hat. Das habe ich fast befürchtet. Wir sollten gehen, Liebes. Sonst haben wir keine Zeit mehr für uns. Stimmt, weg hier. Das ist eine Katastrophe, verdammt. Was machen wir denn jetzt? Wir werden uns Jack zurückholen, bevor sie seinen Kürbiskopf aushöhlen. Oder noch Schlimmeres. Aber wie? Du weißt doch, dass Jake in seinen Körper schlüpfen und ihn wieder verlassen kann, oder? Ja. Na dann schlüpf mal rein. Das wird mir gleich. Da wird mir gleich anders. Jetzt nur nicht den Kopf verlieren. Oh, los geht's. Tada. Dieser Kürbis ist perfekt. Pferd, deckenflose Reiter. Ja.